liebe Z-Fans, nehmt eure beste Zigarre und den teuersten Champagner führen und setzt euer schönstes Siegerlächeln auf. ZSC Lions sind Schweizer Meister! Es hat so viel Kraft gebraucht heute. Wir müssen ein grosses Kompliment an Lugano. Sie haben einfach nie aufgegeben. Es war sehr her. Ich muss jetzt aus dieser Ausrüstung raus. Und dann einfach mal festen, mal richtig festen. Ja, unglaublich. Es sind unbeschreibliche Gefühle, vor allem bei so Spielen. Ja, es ist extrem, die Emotionen, die man hier hat. Und ja, es ist cool, dass wir die in Lugano holen können. Ja, es macht extrem Spass. Ja. Es ist unglaublich, es ist gar nicht beschreiblich. Es ist schon schön. Und gerade hier unten in Lugano konnten wir es denen zurückzählen von letztem Jahr. Ja, es war eine super Linie, die Lapierlinie. Sie haben ein paar Goal gemacht im Playoff. Sie haben mich ein paar Mal verwünscht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Glück auf meiner Seite kann und auch haben. Und du hast den Meistertitel mit einem Shutout geholt. Wie ist denn das? Ja, so gut, so gut. Aber ich glaube, es tut vor allem gut, dass wir einen guten Start haben in Lugano. Weil wir haben ein paar Mal Mühe gehabt. Und das ist einfach geil, was die Jungs gezeigt haben heute hinten aufgeräumt. So Freude, unglaublich. Unglaublich, ich meine, heute so wieder brutal eng und früh 1-0 in Führung und nachher die Zitterpartie und bei jedem Schuss hat man das Gefühl, ja, wenn sie abgelenkt ist, können sie reingehen. Aber die Mannschaft hat heute unglaublich gut gespielt und sehr, sehr Charakter gezeigt. Ich würde sagen, wir sind über das ganze Spiel auch verdient Meister geworden. Ja, es gibt wirklich nicht viel zu erzählen, es ist einfach nur geil. So ein geiles Gefühl, so verdient, so hergeschaffen, das ist einfach geil. Innerhalb des Teams haben wir immer an uns geglaubt. Wir haben wirklich jede Sekunde an uns geglaubt, auch wenn es schwierig war und viele nicht an uns geglaubt haben, vor allem auch nach der Olympiade dort am Anfang. Aber nein, ich bin wirklich unhappy, weil wir sind immer zusammengeblieben. Wir haben super Charakterspieler hier bei unserem Team und ja, ich bin glücklich. Es fühlt sich so super, ich sage jetzt geil an. Wir sind in Lugano und ich muss sagen, wenige haben nach dem letzten Match daran geglaubt, dass wir hier unten gewinnen können. Aber die Mannschaft hat ja einen Auftritt gehabt, es ist unglaublich. Unglaublich. Du bist der Mann mit dem schönsten Löwengebrüll. Gib es uns nochmal eine richtige Kamera rein, komm mal! Wir sind Meister! Meister! Schweizer Meister! Meister! Schweizer Meister! Meister! Schweizer Meister! Ich meine, wir kommen von tief vorne, zweimal Viertelfinale rausgefallen, die Saison eigentlich ein riesen Scheiß. Aber ja, wir haben es geschafft, scheißegal wie. Ja, und ich glaube, es ist auch noch umso schöner, du kannst mit deinem Bruder zusammen feiern. Wie fühlt sich das an? Ja, ich meine, das ist natürlich ein Kindheitstraum. Von klein auf sind wir Z-Fan, immer auf die, also die grossen Brüder geschaut, dass wir jetzt zusammen feiern können. Ich meine, das Schönste, was man haben kann. Ja, es ist einfach nur sick. Wir haben es verdient. Wir haben wirklich drei super Teams geschlagen. Die Playoff-Serien sind ehrlich und wirklich, ich glaube, wir haben es verdient. Wir haben immer an uns geglaubt und manchmal haben wir weniger gute Spiele gehabt, manchmal wirklich super Spiel. Und ich glaube, wir haben es verdient, wir haben zusammengehalten und ja, es ist geil mit diesen Jungs. Es ist wirklich, wir sind zusammengekommen und sind eine Einheit gewesen und ja, es ist ärgerlich. Ich freue mich so für Zürich, für unsere Fans. Wir haben nicht so super Zeit gehabt, die Saison manchmal, aber sie sind immer hinter uns gestanden und sie haben es verdient. There are so many things that matters in a series like this, you know, but back to this team, the guys, the energy, and then the fans, the organization, everything, you know, it's just amazing. And I tell you, this is the nicest team I've ever played on. Fast durchgedreht. Nein, oh hey, das ist unfassbar. Das ist schlimmer, wirklich schlimmer als selber spielen. Wie durchgedreht. Ich habe den ganzen Match da außen. Im Fernsehwagen vom SRF geschaut. Ich konnte nicht im Stadion schauen, ich bin fast durchgedreht. Du bist ja so einer, der glaube ich zur Beruhigung geht, gegen Pilzli sammeln. Wie oft hast du das in der letzten Zeit machen müssen? Ehrlich gesagt, ich bin sammeln. Also ich bin schauen, ob es hat. Und normalerweise, also die letzten wie viele Meistertitel, drei Meistertitel, die ich geholt habe, habe ich immer Murchel gefunden. Und das Mal bin ich zwar schauen, aber es hat keinen gehabt. Und dann habe ich also gedacht, nee. Und dann habe ich gedacht, ah, fuck it, ich bin wenigstens da gewesen. Oh, ich habe es wirklich gemacht.
Ja, danke vielmals. Ja, ist immer cool, wenn ich meinen Titel gewinnen und in Extremis sage ich jetzt sowieso. Und ja, Kompliment, Kompliment an die Mannschaft. Aber etwas möchte ich eigentlich noch sagen, und zwar ich möchte Micky Salis danken sagen, weil er hat die Mannschaft zusammengestellt. Und hey Ecki, ist deine Mannschaft. Gratuliere. Und das soll jetzt weitergehen bei dir in Zürich. Larissa, wir kommen! Der Himmel ist ein Meister! Oh mein Gott! Los! Jetzt der Himmel ist ein Meister! Und jetzt gehen wir schauen, wie es den Leuten hier im Public Viewing geht. Du kannst auch ein Dusche Bier bekommen. Kommen sie noch viel, viel mehr! Der Himmel sind Schweizer Meister! Einfach. Wir sind Zürich, hast du schon immer gesagt. ZSC für immer. 80-50 Zürich. Jawohl! 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 Ja! Das ist einfach nur geil! Meister! Schweizer Meister! Schal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 
Ja, ich habe einfach probiert, Begeisterung reinzubringen und dass die Jungs spielen einfach, wie die fähig sind. Und macht mich einfach stolz, dass die haben das gezeigt. That was an awesome year for you. You won the bronze medal in the Olympic Games and now the championship. But tell me, what was the better party? Well, obviously this one I get to enjoy. The Olympics was just, you're there, it's a whirlwind and then it's over just like that. And this one's amazing thing is you work so long with every guy towards a championship like this. It's months instead of days, and it's very special to be able to share this with family and everybody around here that supported us all year.